Das heißt, in den Bachblüten, da heißt es gibt für jeden negativen Gemütszustand, ist die Bachblütentherapie. Das bedeutet, um es nochmal klar rauszustellen, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe, keine Ahnung, eine Schuppenflechte, was gibst du mir für eine Bachblüte? Sondern du musst wissen, was bin ich für ein Mensch, wie tick ich und wovor habe ich Angst? Genau, also mit Schuppenflechte kann ich gar nichts anfangen. Ne? Die Menschen fragen mich oft, du Sandra, du kennst dich so gut aus, ich habe diese und jene Beschwerden. Und ich kann nur sagen, du, nein, so funktioniert es nicht, gell? Aber es geht viel einfacher. Ne? Das heißt, ich muss einfach wissen, was hat dich denn belastet, was ist dein Thema, wer bist du, was hast du mitgenommen, worunter leidest du gerade, hast du Sorgen, hast du Ängste, hast du Zweifel? All diese Dinge und dann stellt man einfach etwas für die psychische Verfassung zusammen. Ja? Und je nach, also vom rechtlichen Status her, es ist ja in Deutschland oder in Österreich so, dass ja die Heilung von Krankheiten eben den Ärzten vorbehalten ist, oder ich glaube bei euch in Deutschland auch den Heilpraktikern, die Behandlung von Krankheiten. Und die Energetiker bei uns in Österreich, das ist alles fürs Wohlbefinden. Das heißt, die Bachblüten sind sehr stark auf das seelische Thema fokussiert. Aber was sehr häufig übersehen wird, ist, dass die Psyche, oder wenn man sich so anschaut, worunter die Menschen leiden, dass die Psyche einfach wirklich wie sagt man, unter den Tisch gekehrt wird, welche Rolle die eigentlich dabei spielt. Ne? Und da kommt jetzt eben wieder dieses wunderbare Schlagwort Psychoneuroimmunologie, diese neuartige Wissenschaft, wobei so neu ist sie nicht mehr. Die gibt es jetzt auch schon seit 40 Jahren, beweist einfach, wie stark die Psyche in Zusammenhang steht mit körperlichen Erkrankungen. Und die Bachblütentherapie geht einfach davon aus, also hat diesen Grundsatz, heile die Seele, nicht die Krankheit. Ja, und daher habe ich eben dieses Einsatzgebiet von, ja, ich kann am Abend nicht einschlafen, ich mache mir zu viele Sorgen, ich habe irgendwelche Ängste, ich habe Selbstzweifel, Prüfungsangst, Lampenfieber, oder bin unruhend bei Vollmond. Ne, haben wir ja erst jetzt gehabt, gestern, glaube ich. Ja. Aber auch dorthin, wo man dann sagt, etwas hat sich bereits verstofflicht, wo man einfach sagt, man bringt den Menschen wieder, wie sagt man stellt diese Körper-Geist-Seele-Einheit wieder her. Weil der Bach hat gesagt, dass Krankheit ist nichts Schlechtes, sondern er hat das einfach als Korrektiv genannt. Also das heißt, dass die Krankheit uns einfach zeigen möchte, dass wir in unserem Leben nicht unserem Seelenplan folgen, ja, oder nicht unserer inneren Führung folgen, so wie da gibt es verschiedene, unglaublich viele Namen, ja, und man kann das auf unglaublich viele Art und Weise ausdrücken. Und die Bachblüten tun eigentlich nichts anderes, als dass sie dich wieder ganz mit dir, ja, und unserem göttlichen Bewusstsein, unserer inneren Führung, dieser Quelle auch, ja, der Inspiration, der Weisheit, aber auch der Heilung wieder verbindet, dass einfach, er sagt, hat die Lebensenergien in unserem Körper wieder fließen können. Im Endeffekt muss sich der Körper immer selbst heilen. Ne? Selbst wenn ich mal eine Hand brich, kann man mit einem Gips das wunderbar schienen und unterstützen, mit Schmerzmitteln den Schmerz unterdrücken, ja, der da ist. Aber heilen muss sich der Körper selbst. Ne? Und wenn halt die Energien im Körper nicht fließen oder die Psyche genau das alles, wie sag mal, blockiert, dann sind diese Prozesse entweder verschlechtert oder stagnieren. Ne? Und so entsteht dann halt über einen längeren fristigen Zeitraum halt ein wunderbarer Nährboden, ne, für Krankheiten. Also wenn ich nur kurz auf den Bach eingehen darf, er hat ja ganz konkret an den Zusammenhängen zwischen krankmachenden Bakterienstämmen im Darm und chronischen Krankheiten geforscht. Und er ist einfach draufgekommen, dass die psychische Verfassung des Menschen unsere Darmflora zum Kippen bringt. Also quasi, das heißt, wenn wir schlecht drauf sind, jetzt nicht am Tag oder wenn wir uns gerade geärgert haben, sondern wenn wir über einen längeren Zeitraum belastenden Gemütszuständen ausgesetzt sind, dann verändert sich unsere Bakterienflora im Darm. Und mittlerweile ist es ja vielen bekannt, dass der Darm einfach der Sitz des Immunsystems ist. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, das Immunsystem, werden wir halt anfällig für alle möglichen Krankheiten. Und je nachdem, wo jemand seine schwache Stelle hat, auf körperlicher, materieller Ebene, wenn man es jetzt einmal so sagt, da beginnen dann zuerst die funktionellen Beschwerden, dann die organischen Beschwerden. Und der Bach sagt einfach, und er setzt halt dort an, dass er sagt, er stellt diese psychische Verfassung, er bringt dich wieder in Balance, damit das System sich wieder regulieren kann. Genau.
Insgesamt 38 von diesen Gemütszuständen, also 38 Bachblüten gibt es. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt so eine Blüte ins Fläschchen? Wie kommt die Blüte ins Fläschchen? Also das heißt, ich kann nochmal zeigen, das ist zum Beispiel, da habe ich jetzt den Staff Bethlehem. Das heißt, man unterscheidet auch Bachblüte, das ist ja kein wirklich geschützter Name. Das heißt, unter Bachblüten kann man ja sehr viel verkaufen, weil sie nur die Pflanze sagt. Also es geht einmal darum im ersten Schritt, dass man die richtige Pflanze findet, ja, und erkennt, weil es eben genau um eine bestimmte botanische Gattung geht. Ja. Die Pflanze selbst hat, trägt auch Schwingung, wie alles Schwingung ist. Wenn wir es runterbrechen aufs kleinste Teilchen. Und dann werden die Pflanzen eben, werden eben die Blüten gesammelt, aber nur die Blüten im vollreifen Stadium, sagt man, eben in einer naturbelassenen Umgebung. Also das heißt, jetzt, das ist jetzt zum Beispiel der doldige Milchstern, der blüht im Frühjahr, also das war jetzt April circa herum. Den sucht man halt auf den Wiesen und auf den Feldern in einer naturbelassenen Umgebung. Und es gibt aber auch Baumblüten zum Beispiel. Es sind sehr viele Bäume unter den Bachblüten auch drinnen. Ja? Und die Pflanzen, die eher im Winter, also Winter blüht jetzt gar nichts, aber die blühen zu dem Zeitpunkt, wo die Sonne noch nicht sehr aktiv ist, die werden mit der sogenannten Kochmethode hergestellt. Und alle, die über den Sommerzeitraum blühen, die werden mit der sogenannten Sonnenmethode hergestellt. Aber nicht alle, aber sagen wir so, es gibt diese zwei Methoden. Und es sind Beschreibungen für, man kann quasi sagen, so alte keltische Herstellungsmethoden von Pflanzenschwingungsmedizin. Und es geht darum, dass man sich aller vier Elemente bedient. Ja? Also jetzt ganz praktisch gesagt, es wird die Pflanze gesammelt, man versucht sie nicht zu berühren im vollreifen Stadium. Bei der Sonnenmethode stellt man eine Schüssel, sagen wir so, eine Schüssel mit reinem Quellwasser in die Sonne. Das heißt, man braucht auch wolkenlosen Himmel frühmorgens, also so circa um 9 Uhr, gibt dann das Pflanzenmaterial in diese Quellwasser gefüllte Schüssel rein, bedeckt quasi die ganze Schüssel mit den geernteten, frischen, vollreifen Blüten und stellt das dann in die Sonne. Und ein paar Stunden, beziehungsweise so lange, bis die Pflanzen welk geworden sind und halt beginnen, sich abzusetzen. An sich so lange, bis die Information der Blüte in das Wasser übertragen worden ist. Und wir haben auch vielleicht einmal gelernt, Information, Wasser speichert Informationen. Und bei der Kochmethode wird die Sonnenenergie ersetzt über den Herd. Ja, das heißt, da wird dieses ganze Pflanzenmaterial so circa eine Stunde lang gekocht. Dann wird diese sogenannte, man nennt es Mutteressenz, abgefüllt, ja, und mit Alkohol konserviert. Und diese, oder das eine ist die Uressenz, dann die Mutteressenz, und diese Mutteressenz wird dann wieder zu einem geringen Teil in diese sogenannten Stockbottles oder Vorratsflaschen oder Konzentrate, wie ich ganz gern sage, hineingefüllt, und das wird dann aufgefüllt eben mit einer Konservierung. Idealerweise ist jetzt ein Bio-Brandy zum Beispiel, oder man kann es auch ein bisschen mit Wasser mischen, ja, also Wasser-Alkohol gemischt. Und diese Stockbottle, weil das oft so eine Frage ist, wie lange die hält, die ist, wenn sie so konserviert ist, unbegrenzt haltbar. Ja, also Bachblüten sind zwar vom Recht her gesehen seit 2015 in der EU als Lebensmittel deklariert oder einkategorisiert. Das heißt, sie müssen ein Ablaufdatum oben haben. Aber ich sage, es ist wie Zucker und Honig und Salz. Nein, das ist Millionen Jahre irgendwo gewachsen und trotzdem steht ein Haltbarkeitsdatum drauf. Also ist wirklich unbegrenzt haltbar. Das heißt, nur der Tipp an alle Zuhörer, Zuseher, wer noch irgendwelche alten Essenzen von der Oma findet, da sind vielleicht die Pipettenknubbel der Oma ein bisschen bröselig geworden, aber die sind wirklich gut und sie sind großteils noch besser als manche aktuell am Markt erhältlichen Essenzen, glaube ich. Ja. Mhm. Weil es natürlich auf diese Herstellung ankommt, wie gut die Essenz ist. Also die Qualität spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle und für einen Laien ist das die Qualität oft nicht erkennbar, allein von der Deklarierung her. Ja.